So, Kinder, wer hat die Antwort auf meine Frage? Falsch. Fehler. Falsch. Oh, falsch. Hallo liebe Lehrerinnen und Lehrer, heute geht es darum, dass ich euch ermutigen möchte, die Kinder Fehler machen zu lassen und ihnen zu sagen, dass sie Fehler machen sollen. Denn wenn du ihnen die ganze Zeit nur das Feedback gibst, dass sie etwas schlecht machen oder zumindest den Ton benutzt oder die Wörter, wie sollten dann deine Schüler motiviert sein, einfach mal zu probieren und dann auch etwas falsch zu machen und davon aber zu lernen und dabei besser zu werden? Und vielleicht erinnerst du dich selbst an deine Autofahrprüfung oder wie du gelernt hast, Auto zu fahren. Und wenn du Glück hattest, hattest du einen Fahrlehrer oder Fahrlehrerin, die wohlwollend und wertschätzend mit dir war. Und wenn du die Kupplung einfach nicht im Griff hattest oder das Blinken und richtig gucken und so weiter, dann hattest du vielleicht jemanden, der gesagt hat, okay, kein Problem, probier's einfach nochmal, wir sind hier zum Lernen. Anstatt jemand, der einfach nach dem zweiten, dritten Versuch, wo du kläglich scheiterst, einfach sagt, oder einfach den Ton oder die Mimik von sich gibt, dass diese Person eigentlich gar keine Lust mehr hat, weil sie denkt, hast du nicht zugehört oder was auch immer. Und natürlich musst du eine gewisse Aufmerksamkeit von den Schülern verlangen, aber gib ihnen trotzdem auch die Zeit. Und wenn sie entspannter sind, gelassener sind und Spaß haben und du so an der Beziehung auch arbeitest, dass es okay ist, Fehler zu machen, dann werden die Schüler auch viel mehr Freude am Lernen haben und werden viel besser lernen. Vielleicht kennt ja der ein oder andere von euch die Geschichte von Thomas Edison, der die Glühbirne erfunden hat. Und er sagte irgendwas in der Art von, ich hatte 1000 Versuche, bis ich die Glühbirne richtig zum Funktionieren gebracht habe. Und jetzt habe ich zwar so lange gebraucht, aber dafür kenne ich 1000 Wege, wie man es eben nicht macht. Und manchmal braucht es einfach diesen Prozess, um dazu zu lernen. Und da ist für dich als Lehrperson einfach so wichtig, dass du gerade im Plenum, wenn du mit der Klasse etwas besprichst oder eine Frage an die Klasse stellst, und jemand sagt etwas, das komplett falsch oder teils falsch ist, dass du dir überlegst, wie kannst du damit umgehen, so dass die Schülerinnen weiterhin den Mut haben, trotzdem zu probieren und zu sagen. Also, wenn jemand das falsch sagt, dann sagst du vielleicht zum Beispiel, du bist auf der richtigen Spur, kann vielleicht jemand noch ein bisschen helfen? So auf eine freundliche, offene, wertschätzende Art. Und wenn jemand etwas total Falsches sagt oder macht, dann kannst du natürlich auch sagen, tut mir leid, aber das ist wirklich komplett falsch. Und solange du aber den Schülerinnen zeigst, dass Fehler komplett willkommen sind, dann werden sie sich nicht erniedrigt fühlen und werden trotzdem viel eher wieder weiterhin mitmachen im Unterricht. Und diese Haltung gegenüber den Fehlern zu entwickeln als Lehrperson geht auch einher mit der Hattie-Studie. Gerade formatives Feedback hat eine Effektstärke von 0,9. Das ist also 0,5 über dem Mittelwert, den Durchschnitt, weil 0,4 verlangt Hattie mindestens und formatives Feedback, also das Sammeln von Informationen über das Wissen der Schüler im aktuellen Moment, das ist 0,9, also so stark. Das heißt, wenn Schülerinnen, sei es gesprochen mündlich, Fehler machen oder schriftlich mündlich machen und du siehst das während dem Prozess des Lernens, dann kannst du ihnen das Feedback geben. Und dabei ist so wichtig, und das betont Hattie auch mehrmals, es ist wichtig, die Informationen, die du als Feedback zurückgibst, nicht vor allem auf die Person abhängig zu machen, also nicht zu sagen, du bist gut oder nein, du bist nicht gut oder was auch immer, sondern dass du konkrete Informationen zum Lerninhalt gibst. Also, dass du nicht einfach sagst, das ist falsch oder schlecht, sondern dass du sagst, guck mal, genau dieser Punkt oder diese Notiz da, überleg dir mal, wie wäre das in dieser und dieser Situation. Also so wirklich mehr Informationsgehalt zum Lerninhalt den Schülerinnen mitzuteilen und nur so haben sie auch wirklich die Chance, sich zu verbessern, wenn es nicht einfach mit der Person zu tun hat, sondern mit dem Lerninhalt, mit der Sache. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, Beziehung. Wenn du so eine Fehlerkultur, eine positive Fehlerkultur mit den Schülerinnen entwickelst, dann hast du auch die Chance, deine Beziehung besser zu deinen Schülern aufzubauen. Und auch Hattie sagt, Beziehung hat einen Durchschnittswert von 0,72, das ist auch deutlich höher als das, was sonst eigentlich verlangt wird an Mindestmaß für diese Effekte, die man als Lehrperson bewirken kann im Unterricht. So, und eine allerletzte Empfehlung, die ich euch geben möchte, ist, wenn du als Lehrperson Beurteilungen machst, schriftliche Prüfungen, vielleicht Referate, was auch immer, dass du eine Woche zum Beispiel vorher den Schülerinnen einen sogenannten Ready-for-Test anbietest. Das ist ein winziger Ausschnitt aus der Prüfung oder wie die Prüfung etwa aussehen wird.
wenn du jetzt, sagen wir, 20 Aufgaben in der Prüfung beispielsweise hast, dass du ihnen 3 dieser Aufgaben zeigst oder in ähnlicher Form und sie das lösen können. Und so merken sie, wo sie gerade stehen. Und wenn sie Fehler machen, dann kriegen sie ja das Feedback so von dir: Nein, die Antwort wäre so und so und so. Und dann haben sie die bessere Möglichkeit, sich auf die Prüfung vorzubereiten, weil sie eher quasi einschätzen können, was auf sie zukommt. Das Gleiche für zum Beispiel Referate. Du kannst sagen, okay, dann ist der Ready-for-Test eine Woche vorher und ich nehme mal 3 Schüler nach vorne, die sollen kurz 2-3 Minuten ihr Referat grob vortragen oder etwas Ähnliches und dann gibst du kurz das Feedback im Plenum, auch auf eine wertschätzende Art natürlich, wenn nicht alles perfekt ist, und so kann die Klasse erfahren, ah, okay, die Lehrperson achtet auf das, das und das, also muss ich mir überlegen, dass ich noch an dem und dem arbeite, um gut vorbereitet zu sein. Gut, das wär's für heute. Achtet auf eure Kommunikation mit den Schülerinnen, arbeitet an der Beziehung zu den Schülerinnen und sorgt so dafür, dass sie wirklich Lust haben, zu dir in den Unterricht zu kommen und du einfach auch mehr Freude an deinem Beruf haben kannst. Ich lese im Moment Kenne den Einfluss, das ist die praktischere Version von Hattie. Das kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr nicht diesen schweren Schinken von der Hattie-Studie lesen wollt. Das ist wirklich sehr, sehr, ja, statistisch mit viel Daten und so weiter. Und das ist wirklich tatsächlich ein bisschen praxisorientierter. Also wenn ihr euch mehr mit Hattie auseinandersetzen wollt und was die Wissenschaft zum Teil aussagen kann über Unterricht, Lehrpersonen und Schule, dann holt euch doch dieses Buch. Das ist in Zusammenarbeit mit Klaus Zierer gewesen, also die deutsche Version. Weil gerade die englische Version von Hattie ist eigentlich besser als die deutsche beim Original. Aber das hier lohnt sich eigentlich ganz und ist deutlich einfacher zum Lesen als die Original-Hattie-Studie. Das wär's für heute. Macht's gut. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.